Wir haben nur diese drei Türen, die funktionieren. Und hier ist nicht weiter. Es waren ein paar Rollen Seil da. Hier war ein Flaschenzug. Und wir müssen das Zeug wiederfinden, aber ich weiß nicht wo. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin total ahnungslos. Also, ich versuche diese Lösung rauszufinden. Weil jetzt finde ich diese Lösung nicht. Überhaupt nicht. Ich soll Fußabdrücke finden und ich soll die verschwundenen Sachen finden. Ist aber derzeit gerade komplett unmöglich. Es geht aber nicht. Ich habe ja alles abgesucht, was man absuchen kann. Ich habe mich an alles gehalten, was es ging. Und keine Vorkommnisse, Mr. Holmes. Es passiert nicht. Der berühmte Stein von Rosette. Ja. Wenn ich keine Lösung finde, ist das Spiel somit beendet. Wenn ich eine Lösung finde, dann mache ich weiter. Also ich weiß nicht, ob ich damit weitermache oder nicht weitermache. Ihr werdet das sowieso in der nächsten Folge dann sehen. Ich habe immer so nebenbei gerade auf meinen zweiten Monitor noch geschaut, ob da noch irgendwas ist oder nicht ist, aber es ist einfach nichts. Vielleicht habe ich ja Glück und ich finde was. Ich soll zum zerbrochenen Löwen gehen, der zerbrochene Löwe. Der zerbrochene Löwe. Wo haben die... Mir ist gerade eingefallen. Hier steht ja drinnen. Muss ich mal kurz noch Pause machen, rübergehen. Ich war immer bei der Stelle gewesen, wo der Löwe mal war. Aber ich soll jetzt mit zerbrochenen Löwen gehen. So Steinlöwen und untersuche die Fußabdrücke. Das bedeutet, ich muss einen Steinlöwen suchen. Also das heißt, ich muss ja allgemein mal durchgehen und mal gucken, wo der eventuell liegt, ob der hier irgendwo rumliegt. Der sieht ja komisch aus. Amun-Widder. Das ist kein Amun-Widder, das sieht aus wie so ein großer... Ja, Arsch mit Arsch. Das Ding sollte vor Kälte oder vor Feuchtigkeit geschützt werden. Wo könnte das denn dann sein? Man darf keinen Fall. Mal gucken, wie es hier drüben aussieht. Nö, hier ist auch nicht. Ich kann da noch mal reingehen. Nö, hier ist alles in Ordnung. Lass mich mal rein hier. Vielleicht ist der jetzt hier drin. Ne, hier ist der Stein überhaupt auch nicht drin. Wo haben die ihn hingestellt? Wo haben die ihn hingestellt? Hier bei den Typen ist er auch nicht. Vielleicht hier drinnen? Im unwahrscheinlichsten Ort überhaupt. Da hat bestimmt nur wieder was mit seinen Händen. Dieses Gerät ist merkwürdig. Es dient sicher dazu, seinen Standort in dieser riesigen Bibliothek zu bestimmen. Naja, irgendwas hat diese Kreisbibliothek ja an sich. Auf jeden Fall ein super Überblick und viele Regale.
wo bin ich denn jetzt hier? Wo ist mal. Da ist der Ausgang. Hier ist auch kein Löwe. Aber will der mir noch was sagen? Da dumm, die dumm, die dumm. Nee, da will ich nichts sagen. Außer da dumm, die dumm, die dumm. Ich habe alles abgesucht. Ich weiß nicht, wo der Löwe steht. Hier ist absolut ja nichts. Die Steinlöwen finde ich nicht. Das ist echt merkwürdig. Und vor der Tür ist das recht nicht und da komme ich nicht rein. Ich kann nur noch mal rausgehen, ist aber unwahrscheinlich, dass er hier draußen ist. Warum sollte ich dorthin gehen? Siehst du? Habe ich doch gesagt. So. Warum sollte ich dorthin gehen? Weiter geht es auch nicht. Hier sind keine Löwen drauf. Da hinten kommt man nicht rein, genauso wie da. Also solange ich hier nicht weiß, wo dieser Löwe ist, habe ich ehrlich gesagt kein Schimmer. Bin ich sowas von ahnungslos? Ich erwähnte gerade, dass einige Gegenstände fehlen. Haben Sie eine Ahnung, was jemand anfangen könnte mit... Keine Ahnung. Vielleicht fehlen noch andere Gegenstände. Habe ich doch gefunden. Aber wo? So, James Bond weiß natürlich nicht Bescheid, wie die Safe-Kombination ist, aber ich war ja schon dran, ne? Der Stein wurde sichergestellt. Ich war in allen drei Gebäuden. Diese Säcke hatte ich noch nicht inspiziert. Eine Abdeckplane hat diese Materialien. Ja, so. Ich werde mal eine Lösung finden. Eventuell weitermachen, wenn ich die Lösung habe. Okay, ich mache auf jeden Fall dann weiter. Wenn ich keine Lösung habe, ist das jetzt die letzte Folge. Ich habe keine Ahnung, wo der Löwe ist. Ich gebe mein Bestes. Vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn nicht, auf jeden Fall zu einem anderen Let's Play. Bye, bye.